Hallo, allesamt hier auf dem Schlossplatz. Heute dürfen wir uns wieder einmal über vier deftige schwäbische Musiker erfreuen. Sie bilden das Christoph-Altmann-Trio, jedoch zu viert. Sie wollen uns wieder einmal musizierend zur Seite stehen, wofür wir Ihnen sehr dankbar sind. Sehen und hören Sie das Christoph-Altmann-Trio zu viert. Yeah. Dankeschön. Heute müssen wir uns eine gute Laune machen. Wir machen nur Schwab und auch zugereisten gute Laune mit einem deftigen Essen. Das passt zu dem Wetter. Linsen und Spätzle. Wir singen euch am Anfang unseren großen Fernsehhit. Der Linse Spätzle ist bloß geschrieben nach den Rezeptennummer 1091 für Linse und 871 für Spätzle. Aus dem weltberühmten schwäbischen Kinekochbuch, Ausgabe von 1960. Und der Bürgerbrief! Der Bürgerbrief, der kommt bei mir im Kinekochbuch, nicht wenn du was drauf ist. Der wird demnächst noch eingeklebt. Wenn es immer so weit ist, 1, 2, 3, 4. Ob das wir oben bleiben?
Also jetzt sind wir ein echtes Problem, jetzt sind wir ein echtes Problem. Die Leute ist da oben drauf, das ist die Säule. Das ist aber noch nicht, nicht das echte Problem. Das echte Problem ist das, dass ich spüre, dass die Leute jetzt hier, weil sie nachher ein bisschen frösteln, jetzt bei dem Sauwetter, dass die gern die Hände zusammengehen, aber sie müssen dann den Schirm heben. Ja, das ist ein ja, wunderbar, es funktioniert ja zum Teil noch. Nein, aber ich verstehe das, mein, wenn ich jetzt Hundestande hätte und mit Technik vom Kopf hätte, aber wir probieren das trotzdem mal. Falls ihr das Hemd freikriegt, wäre es schön, dann wird es euch ein bisschen wärmer. 1, 2, 3, yes, let's spread it through. Aber jetzt finden wir was ein, Gosch ist doch nur frei, oder? Ja, soll sein. Ja, ja, das soll sein. Ja, wenn er jetzt, pass auf, wenn er jetzt da so was hochsteigt, das ist nicht das Vesper, sondern das ist der Ton. Also vielleicht druckt euch das auch, diese Worte, das ist der Lenzenspätzle Blues. Und wenn das hochdruckt, dann muss man dem Schwab sagen, dann muss ich auch die Gosche aufmachen, sonst geht der Ton woanders raus, das ist kontraproduktiv. Komm, ich will mal sehen, vielleicht, aber es reichert halt, gell? Ja, ist aber egal, was soll's. Wenn nichts passiert, ist schon das Schlimme, hätte er nichts gesagt. 1, 2, 3, geht der Lenze Spätze zu. Hey, Lenze Spätze zu. Jawohl, ist der Lenze Spätze zu. Sau, Lenze Spätze zu. Geht der Lenze Spätze, Lenze Spätze zu. Wir sind da, jetzt geht der Lenze Spätze zu. Lenze Spätze zu. Jetzt der Lenze Spätze zu. Jetzt der Lenze Spätze zu. Jetzt der Lenze Spätze, Lenze Spätze zu. Zwitsch mal. Aus aktuellem Anlass habe ich gekramt in meinem Käferle, das voll ist mit Goschenhobel. Und habe für heute etwas hervorgeholt, was ich normalerweise drin stecken lasse, weil es so wertvoll ist, dass du eigentlich nicht draus spielen sollst. Und zwar sind das Original-Harmonikas mit der Unterschrift eines vor wenigen Tagen zum Nobelpreis für Literatur erklärten Menschen. Wer es nicht glaubt, kann nachher rundkommen und auch gucken. Also der Herr Zimmermann, Robert, auch besser bekannt als Bob Dylan, der hat bei mir unterschrieben auf meinen Goscherhobel. Und den spiele ich jetzt aus aktuellem Anlass. Und das passt natürlich auch wunderbar zur Störreise 20. Weil wenn der Dylan sagen hätte, dann hätte er sagen. Es ändert sich alle, weil alles und der Störreise 20 wird sowieso vom Wind verblasen. Also, da hoffen wir noch drauf. Wir spielen euch jetzt aber den Kugommersalat Blues. Was ist ein Kukumber, ein uraltes schwäbisches Wort? Das kommt aus dem Französischen, heißt dort Kokombre, zu Deutsch Gurke. Also ein Kukumbersalat, für die, die es nicht wissen, ist ein Gurkensalat. Und wir singen euch den Kukumbersalat Blues über die mögliche Folgendes. Verzehrst einer ganzen Schüssel voll Kukumbersalat. Eine wahre Geschichte, die meine Großmutter einmal belauscht hat. Ich muss sie vertonen, da ist sie gleich. Also was halt der Effekt ist von so einer Sache, wenn man ganz erschießend Kukumbersalat frisst, also isst, zu sich nimmt, man verdirbt sich der Magen. Insofern passt hervorragend zur Stufe Euse 20, da verdirbt Stau der Magen drauf. Kukumbersalat Blues. Kukumbersalat-Fresser!
noch das Rand so weit rier. Noch ein Exakt. Einen guten Abend. Ich bin ein bisschen traurig, dass die heutige Demo nicht in Botnang stattfindet. Denn als ich von Botnang aus startete, hat es doch nicht geregnet. Ich freue mich, in so viele vertraute und erwartungsvoll strahlende Gesichter und in so wenig mir bekannte Schirme schauen zu dürfen. Ich begrüße Sie zur 342. Montagsdemo in unserer Stadt, die durch das unsinnige Großprojekt S21 im doppelten Wortsinne zerrissen ist. Da sind auch heute die Radfahrenden, die zu Fuß hergekommenen und die trotz aller Widrigkeiten mit der Bahn angereisten Freundinnen und Freunde aus dem Land bei uns. Mein Name ist Norbert Bongartz. Heute darf ich Sie im Namen des Demo-Teams durch unser Programm führen. Lassen Sie sich bitte durch unsere Sammlerinnen und Sammler mit den Parkschützerdosen nicht zu sehr von den Reden ablenken. Diese Sammler gehen gleich weiter, wenn Sie, sei es als Münz oder als Scheinwerfer, einen Beitrag zu den Unkosten der Demo-Organisatoren in die Dose haben hineingleiten lassen. Sie werden sich wohl erinnern, welche Blüten die Absurdität von S21 schon getrieben hatte. Eine dieser absurden Blüten war der Ausspruch des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. S21 sei zwar ein großer Fehler, doch müsse dieser jetzt gebaut werden. Letzte Woche erst hat unser Stadtoberhaupt Fritz Kuhn noch eins oben drauf gesetzt. Wie in den Stuttgarter Nachrichten zu lesen war, meinte er, durch S21 öffne sich ein historisches Fenster zur Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und ergänzte wörtlich, das müssen wir nutzen. Da blieb mir richtig die Spucke weg und ich suchte nach einer Diagnose. Ich denke, Kuhn hat sich aus taktischen Gründen in eine Amnesie fallen lassen. Das wäre also eine autogene Amnesie. Es bleibt wohl sein Geheimnis, warum er sich so verhält. Wie Sie wissen, steht das gigantische, überfallähnlich auf den Weg gebrachte Bubenstück einmal wieder auf dem Prüfstand in Berlin. Denen,
die bisher meinten, mit S21 ein so großes Rad zu drehen, so groß, dass es von Anfang an als unumkehrbar gelten sollte, also im Englischen heißt das too big to fail, den Menschen weht aktuell einmal wieder ein verstärkter Gegenwind ins Gesicht. Davon berichtet uns jetzt gleich unser Hauptredner, Dr. Eisenhard von Löper, der die rechtlich kritischen Punkte von S21 so gut kennt wie keiner von uns und der in der nun bevorstehenden Prüfphase aktiv am Ball bleiben wird. Sein Bericht zur kippeligen Lage von S21 enthält, das liegt an der komplexen Materie, viele einzelne Punkte. Sie sind allesamt wichtig, bieten sie doch die Möglichkeit, an verschiedensten Stellen einzuhaken, aufzuklären und weiteren Vertuschungsversuchen zu begegnen. Eisenhard, das Mikrofon ist ebenso offen wie unsere Ohren. Trotz dieser Wetterlage, aber Regen muss auch sein und die Natur hat es nötig, wir mitunter auch, dass die Kräfte fließen. Und ich freue mich sehr, dass ich vor dieser großen Schar von Hochinteressierten, ihr seid ja auch alle bestens informiert und manches ist vielleicht auch etwas schwere Kost von dem, was ich aus Berlin mitbringe. Ich beginne aber damit, bei der letzten Montagsdemo fragte mich der ZDF-Reporter, woher nehmen diese Menschen, also ihr alle, ihre Motivation zum Widerstand gegen das Projekt Stuttgart 21? Ich denke, eine gute Frage. Da klingt für mich staunendes Anerkennen für diesen Widerstand, der sich hier über Jahre und in aller Stärke so formiert und immer wieder neu zeigt. Und ich meine, wenn die Entscheidungsträger ein ähnliches Staunen, ein Berührtsein über das, was mit euch hier im Gange ist, sich der Verantwortung zu stellen, wo politisches Versagen und rechtliches Unvermögen hier zusammentreffen, dann wären wir ganz nahe bei dem von uns geforderten Dialog über den Umstieg für Stuttgart, gegen Stuttgart 21, Umstieg und Ausstieg aus Stuttgart 21. Das Ergebnis der Sondersitzung des Bahnaufsichtsrats am 13. Oktober ist ein Aufschub. Ist es ein Aufschub zum Umstieg? Jedenfalls ein Innehalten und sorgfältiges Prüfen der Lage beim Großprojekt Stuttgart 21, bevor in der nächsten, man höre genau hin, ordentlichen Sitzung am 14. Dezember 2016 die Weichen gestellt werden. Das ist ein Teilerfolg unseres Bemühens. Das Ergebnis ist offen, aber bevor ich auf die Sachfragen eingehe, möchte ich euch etwas von der Berlin-Reise berichten, denn Berlin mit 50 Bürgerbewegten war wirklich eine Reise wert. Danke an Andi Kekreis und seine Helfer für das hervorragende, sehr preisgünstige Organisieren der Reise. Genau genommen waren es 3 Termintage in Berlin, hauptsächlich mit riesigem Einsatz in Händen von Werner Sauerborn. Er hat wirklich großen Applaus verdient. Eingeleitet mit unserer Pressekonferenz in der Landesvertretung Baden-Württemberg, vor einer Woche mit SWR und ZDF, mit Professor Böttger, Professor Monheim, Werner Sauerborn und mir. Das könnt ihr weitgehend durch einen Mitschnitt nacherleben. Unsere Präsenz in der Landesvertretung hatte der unermüdliche Henning Zierock für uns erreicht, der auch am Mittwoch und Donnerstag
dankenswert moderierte. Am Mittwoch dann, letzte Woche, begeisterten vor dem Schwabenstreich am Bahntower die Ansprachen von Winfried Wolf und Volker Lösch zusammen mit dem tontechnisch übertragenen Empört euch, liebt euch von Konstantin Becker. Am Morgen des Donnerstags dann, das war der Termin für die Aufsichtsratssitzung, wehte ein typischer eisiger Wind auf dem Potsdamer Platz vor dem Bahntower. Aber Bernhard Klierim von der Linken ermunterte uns und uns Bürgerbewegten gelang einiges, was in ganzen Fotoserien, zum Beispiel von Wolfgang Rüther, dokumentiert ist. ARD Hauptstadtstudio, Deutsche Presseagentur, Deutschlandfunk, NTV waren da. Und der Pressesprecher des Bahnkonzerns kam dann schließlich auch vom Bahntower herunter und nahm die über 20.000 Petitionen, da hat Martin Pogunke Entscheidendes mitgewirkt, diese Petitionen von uns entgegen, von uns allen hier, zum Ausdruck dessen, dass wir immer mehr werden im Widerstand gegen Stuttgart 21. Es kam dann zu Interviews mit Werner Sauerborn und mir und mittags 5.12 Uhr folgten die Übergabe des Gutachtens Viereck Römisch 3 zu den Umstiegskosten vor dem Verkehrsministerium und schließlich noch ein spannendes Gespräch mit dem grünen Parteichef Cem Özdemir vor dessen Parteizentrale. Da ging es auch um die Volksabstimmung, aber ich habe dann klar machen können, dass im Moment es gar nicht auf die Frage Volksabstimmung, Sinnhaftigkeit und Überholtheit ankommt, sondern darauf, dass es jetzt gilt, dass er sein politisches Gewicht in die Debatte einbringt, auch gegenüber der Kanzlerin, um klarzumachen, es gibt eine großartige Chance, 6 Milliarden Euro zu sparen und den Umstieg in eine verkehrspolitische Wende herbeizuführen. Damit bin ich auch beim eigentlichen Thema, wo stehen wir jetzt in der Auseinandersetzung um Stuttgart 21? Es gibt eigentlich, kann man sagen, zwei Lager. Das eine hat eine Pressemitteilung verkündet, gleich nach der Sitzung. Da haben sich Aufsichtsrat und Vorstand quasi in einer Vereinbarung wiedergefunden und der Vorstand werde in der nächsten Sitzung berichten. Das finde ich beklemmend und falsch, denn der Aufsichtsrat ist das Aufsichtsorgan gegenüber dem Vorstand und hat dem Vorstand auf die Finger zu klopfen und zu sagen, wo es lang zu gehen hat. Aber ich bin sicher, es wird von den Staatssekretären und dem Aufsichtsrat entgegen dem, was der Aufsichtsratsvorsitzende Felscht hier vorgelegt hat, eine kritische Distanz geben, die wir natürlich ausbauen wollen. Es gilt also jetzt, die unterschiedlichen Positionen des Bundesrechnungshofs und des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG, den Inhalt kennt man noch nicht, zu vergleichen und auszuwerten, eben mit dem zu vergleichen, was wir wissen. Es geht auch um die Gutachten Dr. Viereck, die hier einzubeziehen sind. Und als erstes darf ich darauf hinweisen, der Bundesrechnungshof als höchste unabhängige Kontrollinstanz des Grundgesetzes stellt insgesamt fest, im Gesamtwertumfang des Projekts habe die Bahn nahezu 1,4 Milliarden Euro Projektrisiken nicht abgebildet, also nicht einbezogen. Zum Zweiten knapp 200 Millionen Einsparungen zu optimistisch angenommen und nahezu 1,5 Milliarden Euro Herstellungskosten fälschlich Stuttgart 21 nicht angerechnet. Das
Das ergeben dann, wie die Bahn, nicht wie die Bahn behauptet, 6,5 Milliarden, sondern 9,6 Milliarden Euro Projektkosten. In den nachfolgend genannten Einzelpositionen greift der Bundesrechnungshof auf die Faktenbasis der Bahn zurück. Übrigens, es ist natürlich völlig daneben, was Grube und Co. Hier verkündet haben, dass man nämlich veraltete Daten verwenden würde von Seiten des Bundesrechnungshofs. Nein, er hat die Stellungnahmen der Bahn bekommen der Bundesrechnungshof zu der vorläufigen Prüfmitteilung und hat diese Stellungnahmen der Bahn in sein abschließendes Votum einbezogen, sodass hier neueste Erkenntnisse mitgeteilt werden. Und ich möchte mit den Einzelpositionen beginnen, mit dem einen Aspekt, dass eben der Bundesrechnungshof seine Kostenprognose an konzernweiten Erfahrungswerten der Bahn für Infrastrukturprojekte orientiert. Sie zeigen ein Nachtragsvolumen für Vergabeaufträge von mindestens 24%. Die Bahn nimmt aber ein Nachtragsvolumen von nur 17% an und damit kommt der Bundesrechnungshof zu der ersten Feststellung, dass hier 600 Millionen Euro nicht einbezogen sind. Dieser Feststellung hat KPMG, kann ja gar nichts entgegenzusetzen haben, weil es sich um Feststellung von Fakten handelt, die nun auch beim Aufsichtsrat natürlich einbezogen werden müssen in seine abschließende Beurteilung. Ferner stellt allerdings KPMG, also dieses Wirtschaftsunternehmen, dem 9.800 Mitarbeiter von Wirtschaftsebene angehören und die sich hier bei der Bahn quasi einen guten Boden verschaffen wollen. Immerhin stellt KPMG fest, dass entgegen dem, was die Bahn sagt, in Cannstatt im Tunnel Wasser eindringen würde. Und das beruht, wie der Bundesrechnungshof feststellt, darauf, dass man die Tunnelwände verdünnt und den kleineren Tunneldurchschnitt, Querschnitt sich zurechtgeschustert hat. Es ist also so, dass auf diesem Wege eine mangelhafte Leistung hervorgerufen wird, die durch eigene Sicherungsmaßnahmen wieder ausgebügelt werden muss. Diese Sicherungsmaßnahmen kosten aber nach Feststellung des Bundesrechnungshofs mehr als die Einsparungen, nämlich 144 Millionen Euro pro Planfeststellungsabschnitt. Und damit ist diese Einsparung natürlich völlig daneben. Zudem lassen ja Reparatur- und Schadensfälle innerhalb der 60 Kilometer Tunnel erwarten, dass sehr aufwendige Notlagen entstehen und der Kopfbahnhof zwingend erhalten werden muss. Dazu hat Viereck in seinem Gutachten auf Seite 23 das Nähere festgestellt. Es wird dann dazu kommen, dass man nur eingleisig fahren kann und der Verkehr lahm liegt. Zum anderen stellt der Bundesrechnungshof eine hohe Wahrscheinlichkeit fest, dass die ungeklärten Sicherheitskonzepte für den Tiefbahnhof mit Talquerung, Brandschutz, Rettung, Entrauchung sowie der Filterbereich mit Flughafenanbindung die Inbetriebnahme um 2 Jahre verzögern und 300 Millionen Euro Mehrkosten verursachen werden. Das ist also eine weitere Position. Auch KPMG sieht entsprechende Risiken, warum sie dennoch diese Risiken in die Kostenbewertung nicht einbezogen hat. Kann daran liegen, dass der Gutachtenauftrag im Parteiinteresse der Bahn clever begrenzt wurde. Dieses angeblich unabhängige Gutachten muss schleunigst veröffentlicht werden, denn es geht um massive öffentliche Interessen, die die Bahn nicht uns allen vorenthalten darf. Als weitere Risiken nennt der Bundesrechnungshof die zentrale Baulogistik, Kosten von Schlichtung und Filterdialog
und zu niedrig angesetzte Preissteigerungen, die je weitere etwa 100 Millionen Euro Kosten verursachen. Und der Bundesrechnungshof kommt auf diesem Wege in der Summe zu 1,4 Milliarden Euro. Dazu kommen dann 200 Millionen zu optimistisch berechnete Einsparungen beim Neubau des Abstellbahnhofs Untertürkheim und beim ETCS-System. Das summiert sich dann auf 1,6 Milliarden Euro. Dabei, und das ist wichtig, die von der Bahn verheißene Gegensteuerung von zur Einsparung von über 500 Millionen Euro kann nicht abgezogen werden. Auch das stellt der Bundesrechnungshof treffend fest, weil die Gegensteuerung, die sogenannte viel zu vage, nicht genehmigt und nicht realisierbar ist. Dies umso weniger, als die Bahn ja dafür bekannt ist, dass sie 2009 schon einmal 891 Millionen Euro einsparen wollte und damit dann 3 Jahre später auf die Nase gefallen ist, als sie 1,1 Milliarden Euro Kalkulationsdifferenz, wie es so schön heißt, als selbst verschuldet einräumen musste im Dezember 2012. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, Dr. Viereck sieht die hohen Komplikationen, die es im Tiefbahnhof geht, über die Feststellung des Bundesrechnungshofs hinausgehend nicht einfach nur als Faktor der Zeitverzögerung, sondern als Faktor, der 913 Millionen Euro Mehrkosten verursachen wird. Und er berechnet den Zeitaufschub von 3 Jahren sogenannte Nominalisierungskosten mit 826 Millionen Euro. Er liegt damit um 526 Millionen Euro über dem, was der Bundesrechnungshof feststellt, und kommt Dr. Viereck zu diesen euch allen bekannten 9,8 Milliarden Euro Kosten. Der Bundesrechnungshof rechnet, und das unterscheidet ihn nun wiederum von Dr. Viereck, natürlich auch von KPMG, zu bisher Stuttgart 21 nicht angerechneten Kosten. Er nennt Einnahmeverzicht bei Überlassung bahneigener Grundstücke, Rückbaukosten für das Gleisvorfeld, Verzugszinsen für die spätere Freigabe von Grundstücken an die Stadt Freiburg. All das und einiges mehr beziffert er, ohne es näher aufzuschlüsseln, auf nahezu 500 Millionen Euro und kommt mit weiteren etwa 1 Milliarde Bauzeitzinsen für die ganze Laufzeit der Kostenbeanspruchung. 1 Milliarde kommt er auf eben nahezu 1,5 Milliarden Euro. Würde man die Kostensteigerungen von Bundesrechnungshof und von Dr. Viereck zusammennehmen, wie es sich eigentlich gehört, käme man auf 11 bis 12 Milliarden Gesamtkosten des Projekts Stuttgart 21. Selbst das, liebe Freundinnen und Freunde, erfasst aber nicht alle Risiken. Sicher ist, dass zum einen die vom Bundesrechnungshof benannten knapp 1,5 Milliarden Euro für nicht angerechnete Mehrkosten den Bundeshaushalt und den Steuerzahler belasten werden, wogegen sich der Bundesrechnungshof nachdrücklich zur Wehr setzt. Das muss der Aufsichtsrat der Bahn als staatseigener Konzern beachten. Erst recht muss er sich den Kosten stellen, die mit etwa 8,1 Milliarden Euro auf einvernehmlicher Faktenbasis und den Erfahrungswerten der Bahn beruhen, aber nicht finanziert sind. Da auch keiner der Projektpartner dafür einsteht, zählt das vom Bundesrechnungshof zitierte haushaltsrechtliche Verbot: ein nicht finanziertes Großprojekt darf auf keinen Fall gefördert werden. Hinzu kommt als weiterer immenser Kostenfaktor: der Tiefbahnhof lässt laut Bundesrechnungshof sehr wohl eine Kapazitätsverkleinerung erwarten, die eine, wie er der Bundesrechnungshof so schön sagt, dann eine kostenintensive Aufrüstung zur Folge haben wird.
Was heißt denn Aufrüstung im Tiefbahnhof? Ja, der kann doch gar nicht erweitert werden. Das heißt doch, der Kopfbahnhof muss erhalten werden, weil der Tiefbahnhof unzulänglich die Verkehrsbedürfnisse befriedigen kann. Außerdem ist doch bekannt, dass der, und auch das spricht der Bundesrechnungshof an, dass man gar nicht sicher sein kann, ob die Betriebsgenehmigung angesichts der Schiefheit, der sechsfach normwidrigen Schiefheit und Gefährdung durch den Schiefbahnhof eben hier eine Regelwidrigkeit entsteht und dass da die Betriebsgenehmigung nicht erwartet werden kann und Schadensfälle in hohem Maße zu erwarten sind, die gegen den Grundkonsens unserer Gesellschaft auf Vermeidung von Gefährdungen für Bahnreisende sind. Und liebe Freundinnen und Freunde, was der Geschichte auch eine besondere Dynamik verleiht, der Bundesrechnungshof ist der Hüter der Interessen auch des Bundeshaushalts und des Steuerzahlers und er wehrt sich dagegen, dass ein hochverschuldeter Bahnkonzern, und das sind 18 Milliarden Euro, mit denen der Bahnkonzern verschuldet ist, dass diese schon äußerst schwierige Lage noch verschärft wird durch weitere hohe Milliarden Euro, die in dieses Projekt Stuttgart 21 hineingesteckt werden. Das darf nicht sein. Freundinnen und Freunde, der am 13. Oktober geschaffene Aufschub der weichenstellenden Entscheidung über Stuttgart 21 darf kein Alibi sein, als ob man sorgfältig ermitteln würde, sondern muss dazu dienen, die intelligente Lösung des Umstiegs einzuleiten. Was kann uns dem näher bringen? Wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß, hat das Bundesfinanzierungsgremium des Bundestages Bahnchef Grube für diese Woche anhand des Rechnungshofsberichts vorgeladen. Außerdem führt der Bundesrechnungshof Gespräche mit Amtspersonen, welche die Entscheidung vom Dezember vorbereiten sollen. Das kann die richtige Weichenstellung erleichtern. Die Frage stellt sich, was können wir zur Debatte in Stadt, Land und bundesweit beitragen, damit der Dialog für den Umstieg Fahrt aufnimmt? Der Gemeinderat will bekanntlich am 26. Oktober erörtern, wie mit den Bürgerbegehren zu Stuttgart 21 und zur wegen der Kosten und wegen der Kapazität umzugehen ist. Dafür bietet der Bericht des Bundesrechnungshofs und das, was ich hier mitgeteilt habe, eine Steilvorlage. Gleiches gilt für die Debatte im Lenkungskreis am 7. November. Ein nicht finanziertes Großprojekt darf laut Bundesrechnungshof für den Bundeshaushalt und das muss für den Gemeindehaushalt und für den Landeshaushalt genauso gelten, nicht gefördert werden. Das müssen Land und Stadt auch beachten. Alle Entscheidungsträger, auch Herr Kretschmann und Herr Kuhn, sollten signalisieren, dass sie an der Umsetzung der Maßstäbe des Bundesrechnungshofs mitwirken werden und daher zu Alternativen über Stuttgart 21 gesprächsbereit sind. Das, was Norbert Bongartz da von Herrn Kuhn berichtete, zeigt er, dass der auf dem völlig falschen Dampfer ist. Er muss mal begreifen und als ehemaliger Bundestagsabgeordneter muss er verstehen und lesen, was der Bundesrechnungshof hier uns auf den Weg gegeben hat, woran wir ja schon lange genug arbeiten. Und das muss auf allen Ebenen einbezogen werden. Wofür gibt es eine solche Kontrollinstanz der öffentlichen Haushalte durch den Bundesrechnungshof? Das muss hier Anerkennung finden von allen Instanzen. Lasst uns, liebe Freundinnen und Freunde, diese einzigartige Ausgangslage für den Umstieg so gut als möglich nutzen.
Da ist der nicht öffentliche Termin mit der Industrie- und Handelskammer. Es ist ja bezeichnend, dass die Wirtschaft in der Region hier spannend findet, was unsere Experten für den Umstieg 21 erarbeitet haben. Und dann gibt es den öffentlichen Termin im Theaterhaus Stuttgart am 23. November, der über Norbert Bongartz initiiert und vermittelt ist, über das Umstiegskonzept. Morgen werden wir im Aktionsbündnis auch den Vorschlag erwägen, aufklärende Aufrufe per Handzettel in Haushalte zu bringen, um auf jede sinnvolle Weise unsere Kräfte zu bündeln, für den Umstieg zu mobilisieren. Bitte helft mit, wo ihr könnt. Spendet auch, wie es geht. Dranbleiben, oben bleiben. Vielen Dank, Eisenhardt. Das war sehr instruktiv. Vielleicht brummt Ihnen jetzt ein bisschen der Kopf wegen der vielen Informationen. Deswegen rate ich an, gehen Sie doch zu den Infoständen. Die Rede gibt es dort. Und wenn die Reden dort vergriffen sein sollten, dann laufen Sie am Ende des Demozuges an der Mahnwache vorbei. Dort gibt es weitere Exemplare der Rede, sodass Sie es auch zu Hause nochmal nachlesen können. Ich möchte mich noch persönlich bedanken dafür, welche warmherzige Aufnahme unser Umstieg 21 Konzept bei Ihnen gefunden hatte. Und mich dafür bedanken, wie Sie uns, das Aktionsbündnis, dabei auch finanziell unterstützt haben. Es gibt nur noch ganz wenige Broschüren der zweiten Auflage, doch ist die nächste Auflage mit Ergänzungen schon im Druck und wird in dieser Woche noch ausgeliefert werden. Die Broschüren liegen dann weiterhin an beiden Infoständen aus und an der Mahnwache. Bedienen Sie sich, wenn Sie noch Bedarf sehen. Jetzt einige Termine. Am Samstag, den 29.10. wird es in Bietigheim im Bären, der liegt am Rande der Altstadt vor dem unteren Stadttor, einen Benefizabend fürs Aktionsbündnis geben. Das Motto dieses Abends lautet: Tonart trifft Mundart. Es treten dort auf die uns wohlbekannte, sympathische Geigerin Rieke Kohlhepp und Johann Martin Enderle als schwäbisch sprechender Kabarettist. Ich weise auch noch auf eine andere Veranstaltung hin, die am Mittwoch, den 26. Oktober in Straßburg stattfindet. An diesem Tage ist dort ein internationales Treffen von Gegnern verschiedener Großprojekte in Europa. Um 15 Uhr ist dort eine Pressekonferenz und um 17 Uhr eine öffentliche Veranstaltung im EU-Parlament mit verschiedenen Reden und mit der Übergabe des Urteils des permanenten Tribunals der Völker an den Vizepräsidenten des EU-Parlaments. Dieses permanente Tribunal besteht aus Experten, die Verletzungen des Völkerrechts und des Menschenrechts durch staatliche und überstaatliche Institutionen untersucht, verhandelt und verurteilt. Im Rahmen ihrer Untersuchungen von Unterdrückungen demokratischer Prozesse und staatlicher Gewalt bei Einsätzen von Polizei gegen Bürgerbewegungen hatten auch die Vorgänge um S21 eine Rolle gespielt. Deswegen wird auch der Arbeitskreis Stuttgart 21 ist überall an diesem Tag auch vertreten sein. Wer von Ihnen nach Straßburg
und ins EU-Parlament mitfahren möchte, der kann sich an der Mahnwache melden und in eine dort ausliegende Liste von Mitfahrenden eintragen. Nächster Punkt ist noch, es gibt noch Stieg 21, ist übermorgen in Feuerbach im Freien Musikzentrum 19 Uhr. Der Referent wird Klaus Gebhardt sein, sofern er wieder bei Stimme ist. Sonst könnte es sein, dass Sie mich auf der Bühne sehen als Vertreter. So, nun zu unseren vier fröhlichen, musizierenden Sangesfreunden. Es sind dieses Christoph Altmann, der Senior, an der einen Gitarre, neben ihm Dieter Hildebrandt am Kontrabass und der noch junge Hüpfer Thilo Stricker trommelnd auf seinem Cajon. Ihnen zugesellt hat sich Harald Bechtle mit seiner Gitarre. Dieses vom Trio zum Quartett mutierte und bereicherte Ensemble erfreut uns nun mit weiteren Ohrwürmern. Auf geht's! Vielen Dank. Unser nächster Song hat den kurzen und knappen Titel Ich habe ein Hängerle. Und es ist so ähnlich wie bei Stuttgart 21. Wäre wohl neu auf Stuttgart 21, bezieht sich das überhaupt nicht, weil da läuft ja alles wie geschmiert. Okay, ich habe ein Hängerle. Alle schönen Männer, an dieser Stelle wollte ich einfach auch mal schön einen Dank loswerden an Licht und Sound, die jeden Montag hier immer wieder einen fantastischen Job machen. Herzlichen Dank. Kleiner Country-Song. Der Hänsel's Busle klaut, jetzt stand die Nägel dort. Ich brauch schnell ein neues Fahrzeug, das sieht an jedermann. Ich kauf schon so eine Kiste, doch die ist ziemlich neu. Jetzt krieg ich mein Equipment, denn das nimmt gar nicht mehr ein. Da braucht's eine schnelle Lösung, die fällt mir ziemlich ein. Mit einem kleinen Hänger wird die Sache erledigt sein. Ich halte eine Hängerkupplung an deinem Fahrzeug dran. Da häng ich alter Hängerle an sein Auto nahm. Und jetzt häng ich Erbes Pass in Schwab, wo man die Träume in seinem Leben kettern muss. Und das habe ich damals erworben, noch bevor ich 60 wurde. Bin leicht wissen, was ich kann. Ich bin stolzer Besitzer. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ich habe eine Hängerle. Ein kleines Hängerle. Auf Bretter ganz adrett und spiel euch bei der Demo hier Musik und Kabarett. Ein Lauf des wie geschmiert, ich bin in meinem Element. Doch plötzlich da hat jedes Spiel, das mir der Titel brennt. Sagen wir mal, wenn er diesen Lied spielt, das du immer schon an die 1000 Mal gespielt, weit öfters als die Demo stattgefunden hat. Und wo ist der eine Vers bei mir im Hirn verschwunden? Leute, Hannes geht. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja, Hängerle. Ein kleines Hängerle. Thank you.
Harry, danke bei David. Wisst ihr was? Ich war neulich beim Doktor, da war mein Blutdruck hoch. Seitdem fress ich Tabletten, die tun mir Wirkung doch. Jetzt ist mein Blutdruck runter, das ist auch wunderbar. Doch einmal, wenn ich Lust krieg, wird's mir leider klar. Sondern was gibt's doch nicht, Mensch? Ja, na, vielen Dank, ihr zum Teil Altmänner, mit dem einen jungen Mann. Herzlichen Dank. Jetzt noch ein paar Bemerkungen zum Schluss. Am nächsten Montag, zum Programm des nächsten Montags, es wird uns wieder einmal Bruno Baumann besuchen und zu uns sprechen. Und zwar über die drohende Fällung sehr vieler Bäume im Rosensteinpark. Es könnte sein, dass seine Rede bereits gehalten wird, nachdem diese Bäume gefällt wurden. So dicht scheint es zu sein. Dann haben wir einen zweiten Redner am nächsten Montag, und zwar aus dem hohen Norden kommt er, Hendrik Kerlen, an dem Vornamen Hendrik merkt man das schon, der uns von einem umstrittenen Großprojekt am Fehmarnbelt berichten wird. Weiter werden wir nächste Woche einen Einzelbeitrag von einem Musiker haben, und zwar von Shekib Mossadegh und Masoud Hasanzada. Die spielen und singen politische Lieder über ihr Land Afghanistan. Sie werden anschließend an die Montagsdemo über ihre Situation in Afghanistan und als Flüchtlinge in Deutschland berichten, bedroht von der Abschiebung. Und der Auftakt, der musikalische Auftakt und der Hinweis auf diese Veranstaltung 19.30 Uhr, jawohl, 19.30 Uhr im Welthauscafé am Charlottenplatz, er wird also bei uns einen der Musiktitel übernehmen. Ich kann Ihnen diese anschließende Veranstaltung nur empfehlen. Unser Demozug führt uns heute wieder vom Schlossplatz über die Königstraße zur Mahnwache. Die Demo endet dort mit dem traditionellen Schwabenstreich. Wir stellen uns nicht nur dort weiter der kollektiven Verblendung der S21-Befürworter entgegen. Beharrlich, ruhig, mit offenen Augen und Ohren, bis wir... Danke sehr.